Herzlich willkommen auch von uns am Trimisser Dorfmarkt. Es freut uns außerordentlich, dass wir euch heute hier einen Ausschnitt aus unserem Trainings geben können. Wir sind heute hier mit den Kindern und Jugendlichen und haben selbstverständlich auch Parate für Erwachsene im Angebot. Übrigens, Kyokushinkai heisst es. Gut. Was werden wir heute sehen? Wir werden heute euch Ausschnitt aus dem Training zeigen. Das heisst, Karate hat drei Hauptpunkte. Das eine ist Kion. Kion ist Grundschule. Da lernen Karatekas die einzelnen Techniken für die jeweiligen Stufen. Gürt. Dann werden wir sehen Kata. Das ist nachher die Technik in bestimmte Formen zu integrieren. Und am Schluss noch das Kumite. Und gehört der Mikrofon sprechen. Also, am Schluss noch Kumite, wo wir heute auch sehen, ohne Kontakt. Das Kind das auch lernt, die Distanzen einschätzen. Und bei den Erwachsenen ist es dann Vollkontakt. Das heisst, dort wird in der Turnier bis zum K.O. gekämpft. Aber Kinder machen das nicht. Okay. Moksoyame. Was ihr jetzt seht, ist Kionkata für den ersten Gurt. Das heisst, alle Rotgürtel hier müssen das beherrschen. Also, was ihr jetzt gesehen habt, ist zuerst einmal die ganzen Techniken, die gezählt worden sind. Das heisst, angeleitet, Schritt für Schritt. Und in der zweiten Phase müssen sie es mogure, das heisst, selbstständig vorführen. Was ihr jetzt seht, ist der zweite Teil, Kata. Kata ist ein Formenlaufen, ein Kampf gegen einen nicht existierender Gegner. Wie ihr hier sehen könnt, verlangt das von den Kindern sehr viel Disziplin und Aufmerksamkeit. Und das ist ein weiterer Teil von Karate. Es geht nicht nur darum, den Körper zu beherrschen. Es geht auch darum, aufeinander Rücksicht zu nehmen und miteinander etwas zu erreichen. Die Kinder, die euch jetzt die Karte gezeigt haben, sind etwa seit einem Jahr dabei. Und die jetzt die Bühne betreten, machen Karate seit rund 2 Jahren. Sie werden euch jetzt auch Karte zeigen, einfach die für den nächsten Gurt. Bitte beachtend, der Unterschied da ist, dass die Faust, die schlägt, jetzt aufs Gesicht geht und nicht mehr auf den Bauch. Aus,
ich einfach später nochmal bin, da werde ich auch. Aber ich meine, das wäre ein Computer. Wir haben hier ein bisschen mit Platzproblemen zu kämpfen. In der Regel haben die Akteure viel mehr Platz, um die Formel zu laufen. Das geht aber nicht. Jetzt gehen wir eine Stufe höher. Sie sehen, das sind Blaugürtel. Das ist der dritte oder die dritte Prüfung und die vierte Prüfung in unserem Stil, die sie absolvieren. Und sie werden da jetzt auch die Grundtechniken von ihrem Grad demonstrieren, plus nachher Kata auch aus ihrem Prüfungsprogramm raus. Viel Spass! Das, was wir hier jetzt gesehen haben, braucht sehr viel Körperbeherrschung. Jawohl, man muss. Wir wissen für selber, wie schwierig es ist, wenn man mit Arm und Bein unterschiedliche Sachen machen muss. Und sie müssen das hier zum Teil gerade mit allen vier Extremitäten etwas anderes. Alle die Techniken, die ihr hier seht auf der Bühne, sind immer entweder Abwehren oder Angriffstechniken. Alle die Sachen, die hier gezeigt werden, sind auch anwendbar in Partnerübungen oder, was wir ja nie hoffen, in einem Ernstfall. Heisst, wenn sie es wirklich mal einsetzen müssen. Das ist aber nicht das Ziel von uns, um hier Schläger auszubilden, sondern es geht darum, um Philosophie, um die Rücksicht und Respekt einander gegenüber. Hier zeigen euch jetzt Gelbgürtel, Techniken, die sie beherrschen müssen, damit sie diesen Grad erlangen können. Vielleicht gerade noch zum Verständnis. Die Techniken, die ihr hier jetzt seht, alles vom Rot bis auf zum Schwarzgurt, ist so, dass im Fall einer Prüfung müssen sämtliche Techniken immer wieder gezeigt werden. Das führt dazu, dass eine Prüfung für den Schwarzgurt bis zu 6 Stunden gehen kann. Und auch jetzt wieder Kata für den Grad. Thank you.
Jetzt kommt die letzte Gruppe, die wir heute hier haben. Das sind unsere Grüngürtel. Auch sie werden aus ihrem Prüfungsprogramm etwas zeigen. Und nachher werden wir weitergehen in Sequenzen zur Kampfvorbereitung. Seht man, dass sie ihre Techniken beherrschen. Auch da sind wieder ganz verschiedene neue, die dazukommen. Und ganz wichtig auch, sie müssen die Techniken auch können benennen. Also es heisst, jeder Schüler muss Techniken bis zu seinem Grad in Japanisch können erklären. Vom Grüngurt, den ihr jetzt hier seht, dauert es etwa 3,5 bis 5 Jahre, je nachdem, wie intensiv jemand trainiert. Wir sehen auch immer, es wird immer wieder gegrüsst. Das ist ganz ein wichtiges Element, das Kind lernt. Nicht einfach nur kreuz und quer durch die Gegend springen, sondern eben Rücksicht nehmen aufeinander, sich einordnen, sich aber auch einbringen in den einzelnen Übungen. Jetzt kommen wir zu einem Teil, wo die Kinder lernen, die Techniken, die sie bis jetzt in die Luft gemacht haben, auch in Schlagpolster anzuwenden, also langsam spüren, was das heisst, wenn man das frei kann umsetzen kann. In dieser Übung geht es primär darum, dass sie können, die Techniken sauber ausführen und vor allem auch das Auge schulen, damit sie die richtige Distanz haben, damit sie eben leicht treffend oder jetzt in ihrem Fall nachher beim Kämpfen noch gerne treffend. Weil in den Turnieren werden die Punkte vergeben und die Punkte kriegen die Kinder nur dann, wenn sie etwa bis zu 5 cm ans Ziel hergehen, dann stoppend und wieder schön retourziehen. Man sagt dem eine ABA-Technik, also von Grundposition wird geschlagen und wieder in die Grundposition. Das Us. Us ist im Karate ein bisschen Allerweltswort. Us benutzt man zur Begrüßung. Us bedeutet aber auch, ich habe es verstanden. Und Us bedeutet in der Übungsphase auch das Taktgefühl behalten. Und sobald man redet und sobald das Us kommt, wird der Bauch angespannt. Und das ist eine ganz wichtige Komponente bei diesem Sport. Die nächste Stufe ist dann der Kiai, das heisst, dann dürfen sie schreien und das macht der Kind in der Regel unheimlich viel Spaß.
sehen, auf dieser Stufe, im Rollgurt, ist es so, dass praktisch alle Übungen angeleitet werden. Übrigens, Onigashi Mas heisst auf Japanisch, ich bitte darum. Ich bitte darum, dass ich mit dir trainiere. Ich bitte darum, dass du mir zeigst, wie es geht. Blau und Gelb gehört, zeigen euch jetzt den nächsten Teil, wieder mit den gleichen Techniken. So, Beischläge zum Kopf, ohne Kontakt. Da könnt ihr schauen, wie nach, dass die Kinder müssen lernen müssen, das Ziel zu anvisieren. Hier sehen wir das Vertrauen einander gegenüber. Also die Blaugürtel dürfen sich nicht bewegen. Und je mehr sie sich bewegen, desto eher werden sie getroffen. Und darum auch hier der Respekt voreinander, aber auch das Vertrauen zueinander aufbauen, ist uns ganz wichtig. Natürlich müssen sämtliche Techniken, die ihr auch seht, auch beidseitig beherrschen. Gut, jetzt der nächste Teil, das ist kurz der, bevor man dann anfängt zu kämpfen. Hier lernen sie wirklich im Polster auch reinschlagen. Also da können sie wirklich die Energie rauslassen. Und sie zeigen da jetzt auch eine schon relativ freie Version. Also das heisst, hier werden Techniken angekündigt und nachher die Lernenden selber die Sachen ausführen. Damit geht es bei uns natürlich auch darum, bei den Jugendlichen auch Konditionen aufzubauen. Und ich denke, die Eltern sind auch nicht unbedingt verrückt, wenn sie nach dem Training heimkommen und dann auch direkt schlafen, weil sie es geschafft sind. Das Training bei uns dauert je nachdem 1 bis 1,5 Stunden. Und es ist also gut möglich, dass das, was wir jetzt hier sehen, eine halbe Stunde ausmacht. Genauso, wie es ihnen dann auch möglich ist, dass so ein Training nur Kante oder nur Technik geführt wird.
Jetzt kommen wir zu dem, was alle Kinder unheimlich gerne machen. Und das ist das Kämpfen. In diesem Alter kämpfen sie ohne Kontakt. Da können sie jetzt wirklich anfangen, die Sachen, die sie gelernt haben, in der Kion, in der Kata, anzuwenden im freundschaftlichen Wettkampf. Die Kinder wissen sehr, sehr genau, was sie dürfen. Und wir dürfen da auch feststellen, dass sie unheimlich Rücksicht nehmen aufeinander. Viel Spass bei diesem Möglichkeit. Auch da haben wir wieder einen positiven Punkt drin. Das heisst, die Wirbelwind, die wir hier haben, wird sich hier eher ein bisschen zurücknehmen. Genauso wie die eher scheuen Kinder lernen können, auf andere auch zuzugehen. Das heisst, sich selber auch präsentieren und etwas zeigen. Es ist auf dieser Stufe noch sehr wild, die Kämpfe. Das hat aber nichts zu bedeuten, sondern es hat einfach die Energie, die die Kinder haben, die da raus muss. Und auch hier immer wieder ganz wichtig, wenn sie so eine turbulente Phase haben, dass sie wieder zurück müssen, sich wieder in eine Gruppe integrieren, auch wieder grüssen. Also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass immer der gegenseitige Respekt gepflegt wird. Es ist weniger gestürmt, ungestürmt wie vorher in der Rotgurt. Sie sind schon einiges konzentriert und auch Techniken, die sie hier anwenden, sind überleitet. Was auch beim einen oder anderen zu beobachten ist, die Vielseitigkeit, also das Repertoire, steigt natürlich von Grad zu Grad. Wir kommen schnell zu der Farbabstufung im Kyokushinkai. Kyokushinkai hat 10 Prüfungen bis zum Schwarzgurt und immer 2 Farben, also zwei Gräben haben die gleiche Farbe. Angefangen beim Roten, es geht dann rüber zum Blauen, und nachher folgt Gelb, dann Grün, nachher Braun und vom Braunen weg sind Schwarzgurt. Und dort ist es so, dass man die technischen Sachen im Kyokushinkai bis mit zum dritten Dan, das sind dann die, die auf dem Gurt tragen oder die Streifen haben, so weit kann man Techniken ablegen. Und das ist natürlich das Ziel von all den Junioren und Kindern, die man hier sehen.
Gut, das, was ihr jetzt am Anschluss noch gesehen habt, das ist immer so. An jedem Training wird die Begrüßungszeremonie bzw. am Schluss auch die Verabschiedungszeremonie durchgeführt. Vor allem das Moxo, das Augenschliessen, das hat zum Zweck, dass sich Kind nochmal konzentrieren können auf das, was gelaufen ist, beziehungsweise am Anfang auf das, was jetzt kommt. Wir vom Kyokushinkai-Karate Trimis haben uns sehr gefreut, um euch heute einen Einblick zu geben, zu unserem Können, beziehungsweise zum Können von unserem Nachwuchs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nachher werden die Kinder noch Flyer verteilen für die Leute, die wollen. Es würde uns sehr freuen, wenn wir das eine oder andere Gesicht in unserem Dojo im Training dürften begrüßen und allenfalls dann auch nächstes Mal wieder bei einer Demonstration dürfen mitnehmen. Besten Dank und ein schönes Fest.